So, willkommen zu dieser neuen und hoffentlich letzten Version des Tutorials, wie man sich auf Moodle anmeldet. Es ist gar nicht so einfach, weil die erste Anmeldung genau einmal stimmt und immer wenn ich mich verfilme, muss ich es komplett neu machen und den neuen Beispielnutzer neu anlegen. Deswegen, man sehe mir Versprecher nach, ich kann es jetzt nicht nochmal machen. Also, Schüler, die neu an der IGS sind, kriegen ein Benutzerkonto für den Computerraum angelegt. Dafür kriegt ihr auch immer so einen Zettel, da steht euer Benutzername drauf und natürlich auch ein Passwort. Zusätzlich werdet ihr gebeten, eine E-Mail-Adresse anzugeben und ausdrücklich, scroll, scroll, darum gebeten, es muss eure eigene sein, also nicht die von älteren Geschwistern oder eine für die ganze Familie. Wenn eure Eltern sagen, oh Gott, fünfte Klasse, schon eine eigene E-Mail-Adresse, die dürfen die gerne betreuen. Aber es muss eine pro Kind geben. Und natürlich, wenn man schon eine E-Mail-Adresse hat, muss man die E-Mail auch regelmäßig checken. So, damit sind wir ausgestattet. Wir haben einen Benutzernamen, wir haben eine E-Mail-Adresse. Was uns noch fehlt, ist für Moodle ein Passwort, denn wie gesagt, es sind getrennte Systeme, wir nutzen nur die gleichen Daten. Dazu müssen wir als erstes mal zu Moodle gehen. Ich habe da schon was vorbereitet. Nämlich hier die Schulhomepage. Und große Überraschung, hier ist natürlich unser Moodle verlinkt. Hier sehen wir übrigens auch das Tutorial. Das heißt, soweit ist vermutlich jeder, der das hier gerade guckt, schon von alleine gekommen. Dass hier oben Login steht, ist euch sicher auch schon aufgefallen. Jetzt ist aber, ja, ich muss mich neu anmelden, große Überraschung. Dieser Anmeldename hier. Den können wir natürlich noch nicht nutzen, weil wir kein Kennwort haben. Das heißt, wir tun jetzt einfach so, als hätten wir unser Kennwort vergessen, anstatt es nie genutzt und klicken hier unten auf diesen Link. Hier geben wir den Anmeldenamen an. Die ersten, Tippfehler, Vorsicht, die ersten fünf Buchstaben des Nachnamens und die ersten drei Buchstaben des Vornamens. Das heißt, in dem Fall heißen wir neuer Nutzer. Wenn das nicht klappt, versucht mal hier unten stattdessen die E-Mail-Adresse, die ihr angegeben habt für Moodle. In der Regel eines von beidem klappt. Normalerweise liegt der Fehler immer an dem Tippfehler. Manchmal habe ich mich aber auch beim Eingeben der Konten vertippt. Dann muss man das so machen. Absenden. Und es gibt uns grünes Licht. Wir gehen auf unser E-Mail-Postfach. Und wir aktualisieren einmal. Na, wir waren zu schnell. Es müsste uns aber eine E-Mail geschickt haben. Wir gucken mal, eventuell ist sie im Spam-Ordner gelandet. In Unbekannt nichts. Wir lesen nichts. Ah, im Spam-Ordner ist sie. Die Kennwort-Vergessen-Funktion. Und auf die klicken wir jetzt drauf und werden weitergeleitet. Viele E-Mails geben hier so eine Warnung aus. Wir werden weitergeleitet zur Nutzerverwaltung. Da ist hier oben dieses rot-blaue LO-Symbol. Wir müssen wieder unseren Benutzernamen anmelden. Spätestens jetzt brauchen wir ihn also. Aber der stand auch hier drin. Also falls wir damit ein Problem hatten, hier steht nochmal der Benutzername. Ach, wir müssen ihn gar nicht angeben, Entschuldigung. Hier muss das neue Kennwort rein. Dieses Kennwort erzeugen wir einfach mit einem Passwortgenerator oder wir nehmen einen Satz und jeweils die Anfangsbuchstaben, denn das ist noch nicht das endgültige. Das heißt, wir merken uns erstmal ein vorläufiges Passwort. Das liegt daran, dass es die erste Anmeldung ist. Normalerweise, wenn wir später irgendwann unser Kennwort vergessen haben, dann ist das hinfällig. Passwort rein. Na, das sieht mir aber nicht nach dem aus. Das kopieren. Hier rein. Das ist besser. So. Und wir gehen auf Speichern. Läuft. Hier sind wir fertig.
Hier sind wir theoretisch noch nicht fertig, hier müssen wir aber neu anfangen. Das heißt, wir gehen wieder auf die Schul-Homepage. Wir gehen wieder auf Moodle und wir können uns jetzt erstmalig anmelden mit unserem Nutzernamen und dem eben gesetzten vorläufigen Passwort. Und jetzt, weil wir ein neuer Nutzer sind, das ist der Schritt, an dem ich immer beim Filmen scheitere, wird von uns verlangt, dass wir, weil es die allererste Anmeldung ist, unser Kennwort ändern. Das heißt, wieder der Benutzername, das alte Kennwort. Und jetzt endlich können wir hier von unserem Computerraumzettel das Computerraumpasswort setzen. Das hier jetzt nicht, das vom Computerraum ist kein gutes Passwort. Nachdem das jetzt ein rein fiktiver Account ist, gibt es natürlich kein Computerraumpasswort. Das heißt, ich hole mir einfach hier wieder so ein Zufallsdingens. Alle echten Nutzer setzen hier das gleiche Passwort, das ihr auch im Computerraum habt. Da seid ihr auch sicher, dass das hier diese Kriterien 8 Zeichen lang, ein Groß- und Kleinbuchstabe, Zahl, Sonderzeichen erfüllt. Wer nicht das vom Computerraum verwenden will, aus irgendwelchen Gründen, der nimmt am besten einen Satz. Mein erstes Meerschwein hat einmal 15 Mark gekostet oder Euro müssen wir nehmen. Und dann nehmt ihr immer die Anfangsbuchstaben. Groß M, klein, erstes machen wir 1 Punkt. Groß M für Meerschweinchen, klein H hat, klein E einmal und so weiter. Und jetzt gehen wir auf Ändern. Und es hat geklappt. Wir sollen nochmal unsere Nutzerdaten überprüfen. Die sind in Ordnung. Und wir müssen nochmal unser Profil updaten. Wer mag, kann hier ein Bild reintun. Ich rate eher davon ab. Es ist ja nur Schulmoodle. Zusätzliche Namen, persönliche Interessen, optionale Einträge müssen wir alles nicht machen. Wir scrollen einfach nach unten und aktualisieren das Profil. Und tada, wer hätte es gedacht, es kommt eine Einwilligungserklärung. Jeder, der einen Moodle-Account hat, hat die bereits ausgedruckt in die Hand gedrückt gekriegt am Schuljahresanfang und unterschrieben. Trotzdem nochmal durchlesen, es schadet nie. Den Datenschutz nochmal lesen, die Nutzungsordnung, dass wir die E-Mails auch jeweils kontrollieren. E-Mail-Adresse muss gültig sein. Die E-Mail-Funktion darf nicht abgeschaltet werden, beziehungsweise wer sie abstellt, der muss sich selber darum kümmern, dass er mitkriegt. Ansonsten kriegt ihr über Änderungen immer eine aktuelle E-Mail. So, nachdem wir das alles sorgfältig gelesen haben, auch dass im Internet zum Teil andere Informationen drinstehen bei fremden Seiten und so weiter und so fort, das Datenvolumen, dann gehen wir auf Ja, stimme ich zu. Und damit sind wir jetzt offiziell drin und können auf die Startseite gehen und können uns in Kurse einschreiben, sehen hier eventuell weitere Termine, die nicht ganz öffentlich zugänglich sind, die wir aber als Schüler oder Lehrkraft sehen und lernen hoffentlich viele schöne Sachen auf Moodle. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diesmal kommen alle mit dem Tutorial klar.